Die gefluteten Tagebaue im Lausitzer Seenland bilden schon jetzt eine spektakuläre Wasserwelt mit mehr als 20 künstlichen Seen. Mit seiner zentralen Lage bietet der Geierswalder See alle Potenziale, auch für eine moderne Wohnkultur auf dem Wasser. Am Südufer entsteht das Lausitzer Seenland-Resort und genau dafür wurden in diesen Tagen 3 Design-Modulhäuser zu Wasser gelassen. Ein ambitioniertes Vorhaben. Die knapp 60 Tonnen schweren Häuser sollen mit einem 500 Tonnen Autokran aus Berlin auf luftbefüllte Schwimmkörper gehoben und dort montiert werden. Es sind ganz ohne Zweifel Profis am Werk, die die eigens für diese Aktion gefertigten Traversen mit der Stahl- und Glaskonstruktion der Modulhäuser verbinden. Drei kleine Motorboote sorgen dann für den Transport zum zukünftigen Liegeplatz an einer modernen Steganlage. Wir stehen jetzt hier ganz am Anfang dessen, was wir in unseren Gedanken, unseren Fantasien haben. Grundstein war mal zu sagen, wir fangen mit 3 seeseitigen Häusern an. Die sind heute ins Wasser gekommen, die kann jeder sehen. Dazu kommt ein größeres doppelseitiges Landhaus. Die seeseitige Fläche ist für insgesamt 20 Häuser vorgesehen, gepachtet, von der Größenordnung her von der LMBV freigegeben. Und unser Ziel ist es zumindest mal mittelfristig bis Ende dieses Jahres, die weiteren 5 Häuser ins Wasser zu bekommen. Und dann gucken wir mal, wie gut das ganze Geschäft wird laufen und wie auch die Refinanzierung aussehen wird. Und dann denke ich mal, werden wir nicht bei 8 Häusern stehen bleiben. Schick sehen sie aus, die bis zu 100 Quadratmeter großen individuell nutzbaren Häuser mit ihrer markanten Halbbogenarchitektur. Stahl und Glas schaffen neue Dimensionen und noch viel mehr. Wir haben von vornherein gesagt, dass wir ein High-End-Produkt anbieten wollen. Wir wollen uns abheben, aber im positiven Sinne, von all dem, was wir heute hier kennen. Wir sagen, wir haben ein Haus von knapp 100 Quadratmetern. Das ist schon nicht typisch für ein Ferienhaus dieser Region. Und wir haben im Bereich Ausstattung all das reingepackt, was man sich irgendwie vorstellen kann. Ob es die Bose Radioanlage ist oder die Miele Küche oder ob es tolle Fliesen sind, ob es vom Konzept der Raumaufteilung ein zweites WC etc. Also wir haben alles reingesteckt, was man irgendwie braucht, um am Ende rauszugehen und zu sagen, das Rundum-Wohlfühlpaket ist es gewesen. Ab Ende Juni sollen dann die ersten Probemieter genau dieses Lifestyle-Produkt testen. Am besten von der 35 Quadratmeter großen Dachterrasse aus. Mit Blick auf den Geierswalder See und eine Landschaft, die sich gemausert hat. Vom tristen Tagebaustandort hin zum charmanten Domizil für exklusive Erholung im Einklang mit der Natur.